Der nächste Wein, den Sie im Glas haben, ist der Blaufränkisch vom Tesch aus Neckenmarkt. Neckenmarkt ist 6 Kilometer von Deutschkreuz entfernt, Richtung Nordwesten. Mittelburgenland DRC, Klassik DRC 212 vom Tesch, hat 13 Alkohol, 5,2 Gramm pro Liter Säure und 1,2 Gramm Restzucker. Seit 7-8 Jahren haben viele Winzer neben den Edelstahltanks meistens noch ein, zwei Holzgärständer auch eingeführt, wo halt die Vergärung, Maischegärung dann in Holzgärständer ist. Also ein Teil von dem Wein ist im Holzgärständer entstanden und ausgebaut ist er auch worden, Edelstahltank und großes Holzfass getrennt. Und dann wird vor der Füllung küvetiert in einen Edelstahltank und von dort weg wird dann abgefüllt. Die Weingärten, wo die Trauben herkommen, kommen vom Hochberg in Neckenmarkt. Das sind Südlagen vom Ödenburger Gebirge, haben auch schwere Lehm-Lösböden, aber darunter ist Schiefer- und Gneisgestein, das heißt Urgesteinsböden, und daher haben manche Weine ein bisschen eine mineralische Note. Was Neckenmarkt zu Deutschkreuz und Horizon Lutzmannsburg unterscheidet, ist, dass die Weingärten, nachdem sie dort am Ödenburger Gebirge entlang gehen, höher raufgehen. Das heißt, die sind bis zu 380 Meter hoch. Das ist für Mittelburgenland eigentlich schon Gebirge. Ja. Der Vorteil ist eben durch diesen Sonnenkollektoreffekt, durch die schräge Lage, ist die Sonneneinstrahlung besser und dadurch gibt es auch sehr hochreife Trauben, die halt 14% Alkohol locker zulassen. Allerdings da bei diesen Weinen, die wir heute verkosten, ist das Ziel eher 13,5, Mittelburgenland 13,5 oder vielleicht sogar drunter und eher die Frucht im Vordergrund und nicht der Körper und das Volumen. Der Pepe Tesch hat schon auch in den 80er Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Blaufränkisch produziert, hat damals schon in Flaschen abgefüllt. In der Zeit hat es noch nicht viel Flaschenabfüller gegeben in den 80er Jahren und hat seine Weine eigentlich recht gut verkauft. Allerdings hat er dann ein Angebot vom Winzerkeller Neckenmarkt bekommen, dass er dort Kellermeister wird. Und der Winzerkeller Neckenmarkt und die Vereinten Winzer Horizon sind zwei Genossenschaften, ich glaube die einzigen zwei Genossenschaften in Österreich, was wirklich gut funktionieren. Domäne Wachau, das funktioniert auch sehr gut, aber sonst war es bei den Genossenschaften meistens so, dass die Winzer Verträge gehabt haben mit denen und jeder hat eigentlich selber ein bisschen an Wein gemacht. Die guten Trauben hat er für sein Wein genommen und die schlechten hat er in die Genossenschaften. Daher war es eigentlich klar, die haben keine Chance zum Überleben. Neckenmarkt ist genau umgekehrt, die halten wirklich dort zusammen. 330 Hektar Trauben werden in der Winzer, im Winzerkeller Neckenmarkt verarbeitet. Und da haben sie im Tesch Pepe eben das Angebot gemacht, nachdem er was versteht, wie man Wein macht, dass er dort Kellermeister wird. Und er ist bis heute noch. Und er hat eben den Winzerkeller wirklich umgestellt auf Qualität. Hat einfach zu den Weinbauern gesagt, passt auf, wenn die Trauben nicht mindestens die Qualität haben, nicht mehr als nicht. Also er hat gesagt, wenn ich das mache, dann so wie ich will, und da steht Qualität im Vordergrund, oder ihr müsst euch einen Anpass suchen. Wenn er als Kellermeister 330 Hektar Weintrauben verarbeitet, dann kann man eben nebenher auch noch daheim Wein machen. Außerdem ist er mit gutem Beispiel vorausgegangen, hat nicht mehr einen eigenen Wein gemacht, sondern hat seine Trauben stark Ertrag reduziert und hat seine Trauben, im Prinzip die besten, in den Winzerkeller hingeführt,
und war sozusagen das Vorbild und hat gesagt, ich führe da meine Top-Qualität her. Das Konzept war so, die haben nicht für die Trauben und fürs Gewicht gezahlt gekriegt, sondern die Qualität war Mindestlevel dort. Und dann ist Auszahlung erst worden, wenn sie den Wein verkauft haben. Wenn sie jetzt eine schlechte Qualität gehabt hätten, hätten sie auch wenig Geld für den Wein gekriegt. Die müssen natürlich im Gewinn das meiste verkaufen, aber sie haben auch Flaschen abgefüllt. Daher hat er gesagt, aber ich mache so eine Qualität, dass wir für den Wein einen guten Preis bekommen und ihr profitiert davon. Ihr habt zwar jetzt sozusagen ein Jahr lang im Vorschuss, nicht? aber unterm Strich war es dann so, dass die Nebenmärkte Weinbauern, die die Trauben geführt haben, fast das Dreifache bekommen haben, am Hektar umgerechnet, wie die Deutsch-Kreuzer, die üblichen und die schlechten Trauben, aber dafür viel mehr Gewicht, auch in Genossenschaften geführt haben. Der Unterschied, die haben eben dann gute Qualitäten produziert, weil der Kölnermeister das auch Kinder hat. Ja. Und dadurch haben sie ihren Wein auch entsprechend verkaufen können. Wie sie abgezeichnet hat, der Person übernimmt, haben sie dann wieder mit Flaschenfüllung begonnen, weil sonst könnte man ja heute den Tisch trinken. Ja. Aber offiziell macht der Sohn die Garde den Weinbau.